Fetella Wonderland, ja? Das ist einfach eine Legende. Also, was an der Aura, sag ich mal, auf der Bühne und ja, das ist was Magisches einfach. Der größte aller Zeiten, mit großem Abstand. Ich finde das stark, wie er den Sport geprägt hat. 30 Jahre lang war er quasi die unangefochtene Nummer 1. Phil Taylor ist der Größte. Ich glaube einfach, dass er diesen Dartsport so dermaßen gepusht hat, wie es kein anderer wird tun können. Dass er 16 Mal Weltmeister wurde, das ist ja unfassbar. Also, ich habe ihn gesehen im Fernsehen, das war natürlich mein Bezug zum Dartsport zum ersten Mal. Das Besondere, dass er immer eine Ruhe ausstrahlt, eine Professionalität. Hat viel für den Dartsport gemacht und ohne ihn wären wir hier heute nicht da. Legende, ne? Das ist the power. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es war ein sehr arbeitsreiches Leben für mich. Jemand, der das nicht erlebt hat, kann es vermutlich gar nicht verstehen. Jede Woche auf der Bühne vor Tausenden von Leuten, du wirst beobachtet, alles, was du machst, alles, was du sagst. Und die Welt hat sich verändert. Ich möchte dieses Leben nicht mehr leben. Life anymore. No, not now. So, you have to learn. No. The biggest word in the dictionary is no. Das wichtigste Wort im Wörterbuch ist nein. Nein, ich leihe dir heute kein Geld. Wenn mich mal ein Freund fragt, ob ich ihm 50 Pfund leihen kann, sage ich nein. Ich gebe dir 50 Pfund und wir bleiben Freunde. Was ich damit meine? Das weißt du genau. Wenn man sich mit Phil Taylor unterhält, stößt man immer wieder auf das Thema Geld. Es mag an seiner Herkunft liegen. Phil Taylor ist in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Es ist meine Heimat. Dort lebt meine Familie, meine Enkelkinder. Deswegen lebe auch ich da. Da komme ich her, ich kenne mich aus. Es ist eine Arbeiterstadt, bekannt für seine Töpfereiindustrie. Wir hatten noch ein großes Stahlwerk dort. Aber es gibt dort keine Arbeit mehr. Die ganzen Fabriken haben geschlossen. Es ist leider alles etwas runtergekommen. Immobilien sind sehr günstig dort. Es ist einfach eine Arbeitergegend. In diesen Fabrikhallen hat Phil Taylor über 10 Jahre lang gearbeitet. Für 70 Pfund die Woche. Und es gab für ihn nur einen Weg, da rauszukommen. Eine herausragende Profi-Darts-Karriere. Wenn du die Möglichkeit hast, so wie ich, dich zu verbessern, bleib da nicht hängen. Du willst besser werden? Arbeite dafür. Das habe ich gemacht. Taylor ist besessen von Darts.
Es ist für ihn viel mehr als nur ein Hobby. Es ist seine Berufung. Phil hat seinen Trainingstag wie einen klassischen Arbeitstag eingeteilt. Morgens aufstehen, Frühstück, ran ans Dartboard. Dann Mittagessen, zurück zum Dartboard. Abendessen, dann ein bisschen Freizeit, vielleicht Dart spielen gehen. Er hat den Dartsport als Ganztagsjob verstanden. Bevor ich ins Bett gegangen bin, musste ich noch 200 oder 380er werfen. Das dauerte manchmal 10 Minuten, manchmal aber auch eine Stunde. Meine Frau lag schon im Bett und regte sich auf. Komm ins Bett. Ich sagte, sei still. Und warf 60-60 vorbei, 60-60 vorbei. Ich widmete mein Leben dem Darts. Und ich habe wirklich hart trainiert. Ich wusste, die anderen machen das so nicht. Deshalb habe ich es so gemacht. Phil Taylor war seiner Zeit voraus. Er spielt nicht nur in den 90er Jahren einen Standard, den die Konkurrenz erst 15 Jahre später imstande ist, mitzugehen. Taylor trainiert täglich 7 bis 8 Stunden. Sein Wille, seine eiserne Disziplin sind einzigartig. Doch es sind nicht nur die geschätzten 20 Millionen Darts, die er in seinem Leben geworfen hat. Er setzt sich auch mit seinen Gegnern ungewöhnlich intensiv auseinander, will deren Schwächen ausnutzen und von deren Stärken lernen. Irgendwann hatte ich es satt zu verlieren. Ich wollte von den anderen nicht mehr vorgeführt werden. Ich dachte, jetzt bin ich dran. Ich habe mir Videos meiner Gegner ausgeliehen. Im Hotel habe ich mir dann alles ganz genau angeschaut. Wie sie spielen, wie sie sich verhalten. Gute Sachen habe ich mir abgeschaut. Die schlechten habe ich auch gesehen. Die habe ich dann natürlich vermieden. Er trainiert nicht, also trainiere ich. Er macht das so, also mache ich es anders. Egal ob 10 Uhr am Morgen oder am Abend, ich stand immer am Practice Board. Ich war einfach immer da. Die Leute sagten das auch. Taylor ist immer im Trainingsraum, während die anderen da drüben rumsitzen. Warum denkst du, gewinnt er? 57-47 to clinch the major title in World Darts. Yes! And the 1990 World Darts Champion, Phil Taylor! We require 30. So, thank you. The man in blue steps up now. Silent crowd. Target in green. Quarter of an inch. Mate yes, Taylor, sir. The champion of the world again! Ladies and gentlemen, for a record equaling 5th time as World Darts Champion, Mr. Phil Taylor! Philip Taylor then looking at double top for his 11th world title after an epic struggle. Epic it's been. Now can be sorted out by this. 2 tens! 2 fives to become world champ again. Yeah! Is once again champion of the world. At that time, I mean, just nobody thought. Zu dieser Zeit war es albern zu denken, man könne Phil Taylor schlagen. Vielleicht, wenn ihn jemand in der ersten Runde auf dem falschen Fuß erwischt oder bei einem kurzen Format. Oder er fühlt sich vielleicht mal wirklich nicht gut. Dann könnte es vielleicht klappen. So dachten die Spieler, egal was das Publikum dachte. Und das war hart. Yeah, it was really tough. Stoke-on-Trent liegt im Nordwesten Englands, hat 250.000 Einwohner und ist ein Zusammenschluss von 6 Gemeinden. Es existiert kein großer Ortskern, keine echte Innenstadt. Wir sind mit Doppelweltmeister Adrian Lewis verabredet. Jackpot. Er ist nicht nur wie Taylor ein Stokie. Lewis wurde zu Beginn seiner Karriere von Phil Taylor gefördert. Um ihn kümmerte sich The Power wie um seine eigenen Kinder. Mit 18 habe ich Phil zum ersten Mal getroffen. Er hat mir beigebracht, Darts wie einen Job zu sehen und nicht wie eine Freizeitbeschäftigung. Nicht dieses Rausgehen in die Kneipe, ein paar Drinks. Nein, früh ins Bett gehen und dafür sorgen, dass ich am nächsten Tag fit bin. Was war das Wichtigste, was du von ihm lernen konntest? Hingabe. Darts in den Mittelpunkt zu stellen, das war das Wichtigste.
Adrian lebte ungefähr eine Meile entfernt von mir und seine Mutter spielte in der Bezirksmannschaft Darts. Ich war mit seinem Vater befreundet. Sammy war ein guter Spieler, Linkshänder. Er hatte also schon alles, um ein guter Spieler zu werden. Und seine Eltern haben mich gefragt, ob ich ihn unterstützen könnte. Und ich sagte ja. Ich hatte zu der Zeit keinen Trainingspartner, also habe ich davon auch profitiert. Und dann kam er jeden Tag mit dem Fahrrad zu mir. Und dann haben wir trainiert. 2 oder 3 Jahre lang. Ich habe ihn wie einen Sohn behandelt. Glaub nicht, dass er das heute gut findet, aber ich habe mich um ihn gekümmert. Der Grund, warum ich irgendwann nicht mehr so viel mit ihm trainiert habe, war ganz einfach. Ich konnte mich in TV-Turnieren nicht mehr gegen ihn durchsetzen. Ich hatte eine zu starke Bindung und konnte nicht die richtige Aggression aufbauen. Ich musste weg von ihm, um den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist ein wichtiger Schritt gewesen, oder? Ja, natürlich. Ich musste das tun. Ich musste mein eigenes Ding machen und ihn wie einen normalen Gegner sehen und nicht wie ein Vorbild. Wärst du ohne Phil Taylor auch Weltmeister geworden? Von meinem Talent her schon, ja wahrscheinlich. Aber er hat mir den Weg gezeigt. Phil Taylor hat wohl keinen anderen aktuellen Profi so nah an sich herangelassen wie Adrian Lewis. Jahrelang haben sie täglich miteinander trainiert. Ich kenne ihn gar nicht als ernsten Menschen. Er macht eigentlich immer Witze, ein echter Spaßvogel. Macht er während des Trainings viele Witze? Oh ja, die ganze Zeit. Und schlimme Witze. Echt schlecht. The worst jokes as well. Rubbish. Ich erzähle jetzt mal eine Geschichte. Ich glaube nicht, dass er das erlaubt, aber ich mache es jetzt trotzdem. Es war, als ich zum ersten Mal mit ihm nach Irland gefahren bin zum Grand Prix. Ich war gar nicht qualifiziert, so weit war ich damals noch nicht. Wir sind gemeinsam mit dem Flugzeug angereist und ich habe am Flughafen dann auf das Gepäck gewartet. Mein Koffer kam, seiner nicht und ich sagte ihm, dein Koffer ist nicht mit dabei gewesen und er wollte es nicht glauben. Und wie es dann so war, er hatte keine Darts, sie waren im Koffer und er sagte, ha, ich kenne hier einen Dartshop in der Nähe, wo sie meine Darts verkaufen. Wir sind also rein in diesen Dartshop und er sagte, hallo, ich bin Phil Taylor und das sind meine Darts. Kann ich da ein Set mit 26 Gramm Darts haben? Der Verkäufer hat nur blöd geschaut und Phil sagte, schau, das bin doch ich da vorne auf dem Cover. Und der Verkäufer sagte, ja, und ich bin das auf der Rückseite. Und jetzt verschwinde. Ich habe mich wirklich totgelacht. Und sie turned around and said, I'm on the back, get lost. Well, that was it, that's it. That was, yeah, I had to walk off myself and laugh, yeah. Gleich geht's weiter. Präsentiert von The Zone und bwin. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit. Knapp 5 Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft treffen wir Phil Taylor in Wolverhampton. Wir werden mit ihm über seine einzigartige Karriere sprechen. Seine Erfolge, seine letzte Weltmeisterschaft, seinen Abschied von der Profi-Dart-Szene. Wer derart erfolgreich über knapp 30 Jahre hinweg seinen Sport betrieben hat, braucht aber auch einen besonderen Charakter, eine ausgeprägte Disziplin, einen unbändigen Willen. Phil Taylor hat diese Eigenschaften nicht nur von seinem Vater Douglas schon als Kind eingetrichtert bekommen, sondern auch von seinem anfänglichen Mentor Eric Bristow, dem 5-maligen Weltmeister. It was about 88 when Eric sponsored me. Es war 88, als Eric mich sponserte. Er ist nach Stoke gezogen und lebte dort. Und sein Spiel war zu der Zeit nicht mehr so gut und er wollte jemanden unterstützen. Also hat er angefangen, mich zu sponsern. Phil Taylor und Eric Bristow hatten ein zwiespältiges Verhältnis. Eric war es, der mich mental stark gemacht hat, weil er eine Niederlage niemals akzeptieren würde.
Er sagte, ich soll ihn anrufen. Und zu dieser Zeit gab es noch keine Handys. Ich war mit dem Auto unterwegs und er hatte nur gesagt, ruf mich an und sag mir, wie du gespielt hast. Wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich aber was zu hören bekommen. Ich bin also zu einer Telefonzelle gefahren und musste 2 Pence einwerfen, um zu telefonieren. Ich kann mich sogar heute noch an seine Nummer erinnern. 0153 8386 277. Ich rief ihn also an. Ich habe im Halbfinale verloren. Verdammt nochmal, ruf mich erst wieder an, wenn du gewinnst, hat er gesagt. Und ich dachte nur, ich bringe ihn um. Du weißt, was ich meine. Ich musste zuerst eine Telefonzelle finden, die funktioniert. Manchmal haben es 5 oder 6 nicht getan. Und dann legt er gleich wieder auf. Er würde dich niemals loben. Vor anderen Leuten schon. Die sagten mir dann, Eric war gestern Abend hier und hat dich gelobt. Hat er das? Ja, er hat viel von dir geschwärmt. Zu mir hätte er nie was gesagt. Und so war er. Double 10 for the title. Jahre nach diesem WM-Sieg 1990 gegen seinen Mentor Eric Bristow und 15 weiteren Weltmeistertiteln soll Schluss sein für Phil the Power Taylor. Er ist auch uns gegenüber bemüht, den Eindruck zu erwecken, als wäre er sich seiner Sache, seiner Entscheidung sicher. Es ist ein anderes Spiel geworden. Ich mache das seit 1990. Es ist eine andere Generation. Die Leute sind anders. Die jungen Kerle heute sind anders als die aus meiner Zeit. Es gibt keinen Respekt mehr. Der Respekt ist einfach nicht mehr da. Das ist nichts für mich. Ich komme in den Practice-Raum und keinen interessiert's. Das ist komisch. Anführer dieser neuen Darts-Generation ist Michael van Gerven. Er thront seit Januar 2014 auf Platz 1 der Weltrangliste und hat das Spiel in den letzten Jahren wie kein zweiter dominiert und geprägt. Phil hat immer für sich trainiert, ist immer alleine. Aber ich mag dieses Spielchen mit den anderen zu spielen. Im Training die anderen schlagen, ein bisschen nervös machen. Das ist mein Ding. Aber Phil trainiert immer allein, macht sein Ding. Das hat er immer gemacht. Ich bin mir sicher, dass er alles vermissen wird, weil Phil Taylor Darts ist. Er wird nächstes Jahr über 250 Exhibitions machen. Er macht also praktisch weiter. Phil Taylor plant in 2018 tatsächlich im Schnitt an jedem zweiten Tag eine Exhibition zu spielen. Es soll weitergehen. Immer weiter, so wie er das von seinem Vater gelernt hat. Das ist mein Job. Ich bin viel unterwegs. Im nächsten Jahr habe ich 2 Monate frei. In diesem Haus in der Norton Avenue hat Phil Taylor lange Zeit mit seiner Familie gelebt. Er ist selber in ärmeren Verhältnissen groß geworden. Im Haus seiner Eltern fehlte teilweise Strom und die Fenster. Philip Douglas Taylor ist am 13. August 1960 hier in Stoke-on-Trent geboren.
Als ich noch ein Kind war, gab es kein Fernsehen. Meine Eltern konnten sich keinen Fernseher leisten. Wir haben also gespielt, die unterschiedlichsten Spiele von Domino über Kartenspiele bis hin zu Darts. Und die Kneipe war der Mittelpunkt unseres Lebens. Es gab keinen Fernseher, also ging man in den Pub und hatte eine gute Zeit. The Sugar Makers, so hieß der Pub in den 1980er Jahren, war das Stammlokal der Familie Taylor. Man hat es vor einigen Jahren renoviert und auf Vordermann gebracht. Phil hat hier stundenlang trainiert. Und hier durfte er auch erstmals in der Mannschaft seines Vaters mitspielen. Doch viele Erinnerungsstücke gibt es nicht mehr an die Zeit. Ein einziges Foto. Meine Mutter hat mich morgens geweckt und gesagt, geh arbeiten. Mein Vater war sarkastisch. Er fragte, hast du heute schon trainiert? Ich sagte, nein, noch nicht. Ich muss erst meine Arbeit beenden. Trink gerade noch einen Tee. Aber warum sitzt du hier und trinkst Tee? Eric Bristow trinkt keinen Tee, John Lowe trinkt auch keinen Tee. Allein deswegen bin ich schon trainieren gegangen, weil ich meinen Vater nicht mehr sehen wollte. Weil er immer weitermachte. Go drink it in there, go practice. And that's where my father was. Und wenn ich was gewonnen hatte, sagte er nur, das ist vorbei, vergiss den Titel. Mach weiter, du bist nur so gut wie dein nächster Titel. Ich konnte mich nie auf meinem Erfolg ausruhen. Meinem Vater war es egal. Ihn hat es nicht interessiert. Er hat immer gesagt, mach dich bereit für das Nächste. Ja und? Mach dich bereit für das nächste Turnier. Du könntest es verlieren. Und dann geht's von da nach da. Du wirst einen Rückschlag bekommen, also mach dich bereit. Wahrscheinlich ist es nur mit dieser Einstellung möglich, über drei Jahrzehnte hinweg über 200 Titel zu sammeln. Es ist eine Erfolgsstrategie, bei der du nie zur Ruhe kommst und niemals satt wirst ob deines Erfolges, weil du ihn zu keiner Zeit würdigst. Und so wird Phil Taylor auch nach seiner letzten Weltmeisterschaft gleich weitermachen und ein äußerst anstrengendes Exhibition-Jahr 2018 spielen. Wenn ich etwas gewonnen habe, gehe ich entweder auf mein Zimmer oder zu einem guten Chinesen oder Inder etwas essen. Ich bin nicht der Typ für Partys. Ich hake das ab. Gut gespielt? Danke. Ich mach das schon. Ist mir egal. Phil Taylor wirkt durch seine komplette Karriere hinweg irgendwie getrieben. Vielleicht hat er seine Erfolge nie gefeiert, weil er sie von sich selbst erwartet hat. Du bist nur so gut wie dein nächster Titel. Das ist ein brutaler Satz, den The Power durch und durch verinnerlicht hat. Der Vater von Phil Taylor ist 1997 an Krebs gestorben. Seine Mutter 18 Jahre später, im Januar 2015. Als Taylor 2014 den Grand Slam of Darts gewann, fährt er samt seiner gerade gewonnenen Trophäe zu ihr ins Krankenhaus. Phil möchte seiner Mutter eine Freude bereiten. Dabei bedeuten ihm selber Pokale gar nicht so viel. Es ging da wohl eher um Anerkennung. Deutlich zu wenig und das muss es doch eigentlich sein für James Wade. Mit einem 12. Hat er. Holt sich James Wade diesen Erfolg über Phil Taylor. Aber was ist, wenn es mal nicht so läuft? Phil Taylor haben Niederlagen immer schon mehr beschäftigt als Siege. Sie waren ihm deshalb so wichtig, weil sie ihn auf eigene Schwächen aufmerksam machten. Von 13 WM-Niederlagen insgesamt in 28 Jahren verlor er viermal ein WM-Finale. 1994 gleich das erste des neu geschaffenen Profiverbandes PDC. Für Taylor, der damals noch den Spitznamen The Crafty Potter trug, war es eine Niederlage gegen Dennis The Menace Priestley,
die ihn schon damals von seinem ziemlich hohen Ross runterholte. 99. Dennis, he requires 16. So double eight. It's proved so fruitful so many times, but this the most if he gets it. Priestley, double eight. Game should have come the first ever Stone Wall champion, professional champion. Dennis Priestley. You beat me 6-1. Er hat mich 6-1 geschlagen. Das war die größte Lehrstunde meiner ganzen Karriere. Ich war faul geworden. Ich hatte alles gewonnen, nicht viel trainiert. Ich war mir sicher, dass ich dieses Match gewinnen würde. Ich dachte, ich hole den Titel, weil ich sehr konstant war, weil ich viel gewonnen hatte. Aber für die WM musst du dich besonders ins Zeug legen. Und das habe ich nicht gemacht. Und dafür hat er mir den Arsch versohlt. Von 1995 bis 2003 legt Taylor eine einzigartige Siegesserie bei der Weltmeisterschaft hin. Er gewinnt 44 Matches, 8 WM-Titel nacheinander und trifft dann 2003 im WM-Finale auf den Kanadier John Part. Ich war im Prinzip die klare Nummer 2. Er hat damals jeden geschlagen, auch mich. Und ich habe alle geschlagen außer Phil. 2001 im WM-Finale hat er mich platt gemacht. Aber dann kam ich ins Matchplay-Finale 2002, habe ihn fast geschlagen. 16-15 geführt und dann hat er die letzten 3 Legs geholt. Später war ich im Grand Prix-Finale mit ihm, 7-3 glaube ich, habe gut gespielt. Im Set-Format wusste ich, dass ich näher dran war, als es aussah. Und dann hat es endlich geklappt. And then I actually did it. Tops. Two tens. Yep. Sudden death. Last set it is for the world championship. I had a lot of confidence. Ich hatte viel Selbstvertrauen. Ich dachte nicht, dass ich von den Zahlen her so gut war wie er. Aber ich dachte, ich habe die Fähigkeit, dann da zu sein, wenn ich es sein muss. Besonders im Set-Format. Part will at least have one darter to double if Taylor doesn't check out 1-2-1. That's 104, treble 18 for the bull. There's the treble 18, the bull's eye to take us. Oh, he's missed it! He's missed! That might be the last dart of this match as Part wants 77, treble 19, double 10. To take the world title. 18 and tops. Greatest player ever. John Part wants tops to sing Taylor and does it! John Part of Canada beats the 10 times world champion! Phil wirkte schon enttäuscht. Offensichtlich hasste er es zu verlieren. Na klar, das war das Ende einer 8-jährigen Siegesserie. Es war seine längste Serie bei einem Turnier überhaupt. Dabei war ich bestimmt kein Feindbild für ihn. I don't think he was in any way. Like, oh no, not this guy. John Part of Canada beats the 10 times world champion. 2006 wechselt sein größter Rivale zur PDC, der viermalige Weltmeister Raymond van Barneveld. Die Dartswelt ist gespannt auf die Duelle von The Power und Barney. Sie nennen es El Clasico. Natürlich werde ich diese Duelle vermissen. Aber ich habe mit meinem Bankdirektor gesprochen. Er hat gesagt, das ist klasse. Jetzt wirst du mehr Geld verdienen. The power puts the glimpse on the 16. Inch, snitch, leftward. Double it! Well, now, this is awkward. If he uses the light, you miss. Game's on the stupid goes in.
Ich weiß nicht, was los war. Ich lag 3-0 hinten und konnte es nicht glauben. Zu der Zeit war ich richtig gut drauf, habe an mich geglaubt und war selbstbewusst. Und dann 3-0 zurück, sogar 9-1 in Legs. Und plötzlich ist irgendwas passiert und ich habe den Fokus wiedergefunden. Ich hatte ihn doch schon, ich hatte ihn. Aber Barney war einer dieser Spieler, der dich fertig gemacht hat. Du warst 200 Punkte vorne und das Nächste, was passiert ist, du verlierst das Leg. Er hat das Leg gewonnen und du dachtest, wie hat er das gemacht? Ladies and gentlemen, the 11th leg is a sudden death leg. It's going to be Raymond to throw for the bullseye first. Sorry, it's going to be Phil to throw for the bullseye first. To see who throws first. Thank you. Thank you. That's a 25. That's the bullseye. Thank you, ladies and gentlemen, the 11th and final leg. It's Raymond to throw first. Game on! Raymond, you require 116. Schon verrückt. Der beste Spieler aller Zeiten, Phil Taylor, verliert das beste Match aller Zeiten, das WM-Finale 2007. Und man hat sich in den letzten Jahren oft gefragt, was diese beiden Giganten wohl für eine Beziehung pflegen. Ladies and gentlemen. Es ist schwer zu sagen. Freund ist ein großes Wort. Angst oder keine Angst. Das besondere Verhältnis zwischen Taylor und Van Barneveld. Gleich.
Gleich geht's weiter. Präsentiert von The Zone. Und bwin. Für beste Kaffeemomente braucht es Technologie, die jeden Wunsch in ganz individuellen Genuss verwandelt. Siemens macht den Kaffeemoment zur besten Zeit des Tages. Eco-Kaffee-Vollautomaten. Die perfekte Komposition aus Technik und Design. Siemens. Ach, wussten Sie eigentlich? Wenn Ihre Kfz-Versicherung die Beiträge erhöht hat, dann können Sie auch jetzt noch zu günstigen Hukoburg wechseln. Vor ein paar Jahren war ich alleine hier beim Turnier in Wolverhampton. Und er fragte mich, ob ich alleine wäre. Und ich sagte, ja, mir ist langweilig. Er sagte, komm mit zu uns. Und wir waren 2 Tage bei ihm zu Hause, sind einkaufen gegangen. Und in diesen 2 Tagen haben wir beide vielleicht 9 Darts geworfen. Es war in der Türkei vor ein paar Wochen, als der Grand Prix dort war. Und mein Telefon klingelte und es war Phil. Hey Kumpel, was machst du? Wie geht's dir? Hat einfach ein paar Sachen gefragt. Es war sehr nett. Er ist einfach ein netter Typ. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Wir haben auf jeden Fall einfach gesprochen. Und ich sagte, wenn ich du wäre, würde ich diese 2 9-Darts in einem Spiel mal versuchen. Und ich hatte das schon wieder vergessen, weil es ja eigentlich komplett sinnlos war, sowas zu sagen. Aber er hat es irgendwie aufgenommen und hat es einfach getan. Im Premier League-Finale. Das war nicht mal 1 Jahr danach. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand anders hätte schaffen können. Besonders wenn jemand ankommt und sagt, wenn du keine 2 9-Darter schaffst, bist du ja nicht wirklich so gut. Aber er ist so ein Typ. A moment again of sporting majesty and television history. Taylor hits another 180 or 177. He did a 9-darter in leg 2. We'd have him win the first leg. He's after it again. What a gasp there'll be if he gets this one. He's on it! Again! He's on it again! He did it in leg 2! Well, whoever thought I was going to say this, but watch James Wade. I called one, Sid. It's your turn to possibly call a second for the first time in darting history. They're both coming down in 9-darter style. First pop, treble 19. Double 12! Dave Lennon, say it! Because I'm gobsmacked! I am gobsmacked! Say it, Dave! He's a nice person. Er ist ein netter Mensch. Er liebt alles und jeden. Er mag Filme, er mag Serien, genau wie ich. Ist er dein Freund? Freund ist ein schwieriges Wort. Wir sehen uns jede Woche. Wir spielen jede Woche gegeneinander. Und natürlich willst du den anderen jede Woche besiegen. Freund ist ein großes Wort. Das 57. Duell von Phil Taylor und Raymond van Barneveld ist das WM-Halbfinale 2013, das Taylor mit 6-4 Sätzen für sich entscheidet. Die Emotionen kochen und so geraten die beiden Darts-Legenden ungewöhnlich aneinander. Ich weiß immer noch nicht, was passiert ist. Er hat an mir gezogen. Er hat mir so die Hand gegeben. Er hat mich am Nacken rangezogen. Du kannst mir schon ins Gesicht schauen, wenn ich dir gratuliere. Ein guter Gewinner, aber der schlechteste Verlierer, den ich kenne. Gib mir einfach die Hand und schau mir ins Gesicht. Warum so respektlos? Die Leute wissen immer noch nicht, warum er das gemacht hat. Sogar David Beckham hat gesagt, dass er ein großer Phil Taylor-Fan war. Sich das aber an diesem Abend geändert hat. Ich glaube, er hat dort einige Fans verloren. Du musst egoistisch sein. Du darfst dir nicht so viele Gedanken darüber machen, was die anderen denken.
Und eines Morgens bin ich aufgewacht und habe gedacht, es reicht. Es ist irgendwie komisch, aber wie er bekannt ist, bin ich sehr gut mit Robbie Williams und seinem Vater Peter befreundet. Er ist sowas wie mein zweiter Vater. Und auch Peter war ein großer Entertainer. Und vor ein paar Jahren habe ich ihn gefragt, woher man weiß, dass man bereit ist, aufzuhören. Und er sagte, an einem Morgen wirst du aufwachen und es wissen. Er hatte recht, aber es hat sich auch ein bisschen abgezeichnet. Ladies and gentlemen, one more time. He is the record-breaking, history-making, 16 times the champion of the world. It's Phil, the power. Juli 2017. Das World Matchplay war immer das Lieblingsturnier von Phil Taylor. Und tatsächlich, er schafft es ein weiteres Mal ins Finale, besiegt mit Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen und Adrian Lewis drei Weltmeister, drei seiner härtesten Kontrahenten der letzten Jahre, nacheinander. Es war ein hartes Draw. Aber es lief gut. Das Publikum war auf meiner Seite. Das Publikum hat mir echt geholfen. Doppel 16. Die nächsten Championship Darts für Taylor. Ja. Das ist! Ich glaube es nicht! Zum 16. Mal gewinnt Phil Taylor das World Matchplay. Dieser Traum, dieses kleine Märchen ist tatsächlich wahr geworden. Hast du daran gedacht, nach diesem Sieg aufzuhören? Nein. Nein. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, doch. Ich habe daran gedacht. Mein Sponsor Gary Plummer von Target erinnerte mich daran, nicht aufzuhören. Zur WM gibt es neue Darts und neue Shirts. Ich durfte deswegen noch nicht aufhören. Trotz der Finalniederlage ist es auch für Peter Wright ein besonderer Abend im Winter Gardens von Blackpool. Ich bin nur ein normaler Dartspieler und er ist der Größte. Er ist der Mann, der dieses Turnier 15, jetzt 16 Mal gewonnen hat. Und es war das letzte Mal für immer, dass Phil Taylor das World Matchplay gespielt hat. Für mich war es das Größte, dass ich gegen ihn dieses Finale gespielt habe. Phil Taylor lebt zweifelsohne eine der größten Sportlerkarrieren in der Geschichte. Über einen Zeitraum von knapp 30 Jahren hat er alles gewonnen, was man im Darts gewinnen kann. Er hat zig Rekorde aufgestellt. Und nicht nur das. Er war Botschafter, Vorbild und vor allem seiner Zeit voraus. The Power hat eine Entwicklung geprägt, die den Dartsport dahin gebracht hat, wo er heute ist. Es gibt keinen anderen Sportler in irgendeiner Sportart, der so eine Zahl an Erfolgen erreicht hat. Über 200 Titel weltweit. Er hat den Sport so lange dominiert, 30 Jahre durchgehend dominiert. Da gibt es keinen, der mir einfällt, weder aktuell noch in der Vergangenheit, der das auch nur annähernd geschafft hat. Ich glaube immer noch, dass Phil Taylor nicht wirklich realisiert hat, dass er Phil Taylor ist. Ich meine, bei dieser Geschichte, er kommt aus der Fabrik als einfacher Arbeiter und wird ein unglaublicher Spieler und der Meister des Darts. So fühle ich mich nicht. Ich fühle mich normal. Ich bin einer wie jeder andere auch. Es bin nicht nur ich, es sind auch andere Spieler. Es ist eine Show und da spielen auch andere Leute mit. Wir hätten wahrscheinlich ein paar Weltmeister mehr, viele mehr sogar. Aber Phil hat Darts groß gemacht. In 100 Jahren wirst du immer noch über Phil Taylor sprechen. Er hat der Welt Darts näher gebracht. Definitely an idol. He's just like
Er ist definitiv ein Vorbild. Selbst als er von Zeit zu Zeit geschlagen wurde und die Kritik, die Stimmen lauter wurden, dass er doch aufhören solle und dass er sich zurückziehen solle. Aber ihm war das auch zu diesem Zeitpunkt egal. Er hat weiter trainiert, wurde wieder besser und stärker. Und er hat jedem nochmal von uns in den Hintern getreten. Und das ist genau der Grund, warum man vor ihm einfach nur den Hut ziehen kann. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Er kann mit 57 immer noch seine Leistung bringen. Das können nicht viele. Aber er kann. Phil Taylors 16. und damit letzter WM-Sieg liegt 4 Jahre zurück. The Power drehte damals im Match gegen Michael van Gerwen einen 2-4-Satz-Rückstand. Es war MVGs allererstes WM-Finale und er nutzte insgesamt 2 Chancen nicht, den Vorsprung weiter auszubauen auf 5-2. Ja, 47, 15, Doppel-60. Ein Dart. Oh! Er lässt einen aus. Er lässt einen aus. Dritte Chance für Taylor. Zum Break, zum 3-4 in den Sätzen. 11 für Tops. Für 4-3. Da ist er. Ich werde es mir selber nicht verzeihen können, diese 2 Darts zum 5-2 vergeben zu haben. Wenn du gegen Phil Taylor 5-2 in den Sätzen führst, wirst du mental immer stärker und selbstbewusster. Bei 4-3 aber wurde er nochmal besser. Mein Selbstvertrauen war weg. 91, Triple 17 für Tops. Nein, 74. 32, Matchstart Nummer 1. Er braucht nur einen. Ist er gut oder was? Weltmeister für das 16. Mal. Phil Taylor holt sich die WM-Krone auch 2013. Und viele haben damit nicht gerechnet. Vielleicht war das einer der größten Titel, mit Ausnahme vielleicht vom ersten WM-Titel, den ich am meisten genossen habe, weil ich dachte, dass ich es nie wieder schaffen würde. Und das macht es immer noch ein bisschen besonderer. Wenn alle sagen, du schaffst es nicht, du schaffst es nie wieder. Aber ich hab's geschafft und das hat ihnen die Mäuler gestopft. Phil Taylor und Michael van Gerwen würden bei der anstehenden WM, wenn überhaupt, erst im Finale aufeinandertreffen. Und da spräche eine Serie für den Rekordweltmeister. Ich habe ihn bei der WM noch nie geschlagen, aber immer verloren. Aber ich will gewinnen. Ein letztes Mal. Es wird Phil Taylors 29. WM in Folge sein. The Power strebt seinen 17. WM-Sieg an. Das ist tatsächlich sein Ziel. Im allerletzten Turnier seiner Karriere. Come January. Im Januar werden die Leute fragen, ob ich traurig bin. Nein, ich werde ein großes Lächeln im Gesicht haben, weil ich alles erreicht habe. Ich war überall, ich habe alles geschafft und wieder geschafft. Ich kann jetzt gehen und sagen, vielen Dank, aber nein, danke. So viel steht fest. Die eigenen Emotionen werden Taylor nicht im Wege stehen. Ob ich nervös bin? Nein, nicht wirklich. Ich freue mich auf die WM, weil es meine letzte ist. Du bist nur so gut wie dein nächster Sieg. So harmlos es klingt, in diesem Satz steckt wahrscheinlich das Geheimnis des unglaublichen Erfolgs von Phil Taylor. Und das gilt natürlich auch für die Weltmeisterschaft 2018. Diese Sendung wird präsentiert von DAZN und Kfz-Teile 24.